Ah, hier, okay, da, die Leiter. Und jetzt 3 Sterne. Ja. Hol dir keinen Tetanus. Ach so, ja, wegen dem Rost hier. Nee, ich muss aber auf jeden Fall erstmal noch entkommen. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich 3 Sterne habe. Okay, rein ins Auto. Häng die Bullen ab. Sieht aus wie ein Opel. Okay, 3 Fahndungssterne wollen losgeworden werden. Ach, ihr wisst, was ich meine. You just pick me up on the side of the road. That's the story, dig? Okay, fahren wir mal ein bisschen Offroad. Vielleicht werde ich hier los. Oh, das war ein Stunt. Monster-Stunt abgeschossen. 49. Monster-Stunt übrig. Okay, die gibt's also auch wieder. Snitch! Was machen die denn alle hier unten, verdammt? Okay, da geht's nicht weiter. Ich bin nämlich hier selbst in eine Sackgasse gefahren, habe ich das Gefühl. You're the new kind of hook, motherfucker. What the cops care about us getting away? Dann fahren wir wieder in die andere Richtung halt, okay. Okay, erstmal blinken die Sterne jetzt. Solange ich nicht mehr weiter in den Kopfdingens komme, müsste ich eigentlich entkommen. Aber das Problem ist ja, hier kann ich mich nicht so gut verstecken. Und das dauert ziemlich lange, bis die Sterne verschwinden, glaube ich. Da hinten sind schon wieder Cops. Keep them rollers off us. Komm schon, verschwindet, Sternchen. Verschwindet. Was? Schon wieder ein Monster Sun entdeckt? Ich glaub's nicht. Nur weil ich hier ein bisschen in den Kanälen rumcruise? Ah, der ist fehlgeschlagen. Okay, der war nicht cool genug. So, die Sterne sind mal los. Gott sei Dank. War jetzt gar nicht so schwer, aber es war auf jeden Fall das erste Mal, dass ich 3 Sterne hatte. Wie komme ich hier raus? Der zeigt mir auf dem GPS, dass ich oben auf der Straße bin. Bin ich aber nicht. Okay, wie machen wir es? Wenn ich da reinfahre, bin ich wahrscheinlich... Yeah, thank you for that, dog. This all on you, LD, lanky dumbass. Me? Hey, I ain't know the fools is gonna roll on us. If you started something with the ballers, shit, I don't care if you CGF for life, man. You done. Done, you dig? Actually, we ain't CGF for life, because all that means is we giving you money for nothing. We got our own shit now, homie. Foreign gangsters. Oh, no, no, he don't mean that, Lo. F just talking outside his neck. I'm a reach across line guy, conversate with the purple homies. Yeah, yeah, that's a good idea, allerdings man. Keine Flugzeuge smart gesehen. Shit. But if I gotta hang you assholes out for this, the gang comes first. Oh, it ain't gonna come to that, homie. You all diplomatic and shit. Yeah, he a real fucking diplomat, ain't he? This that peace-talking motherfucker we should have sent to the Middle East. Fuck. No wonder I wanna get out of here. No one's stopping you, little homie. Okay, wir fahren zurück nach Hause. Tja, das war ein schlechter Drogendeal. Da sind wir fast draufgegangen bei. Lamar ist also eher so ein Tollpatsch. Ich krieg das schon mit. Der kann anscheinend nichts und wir müssen ihm aus der Patsche helfen. Ist das okay?
Er ist Eminem, oder nicht? Ja. Oh, wie geil. Also von dem Musikgeschmack her ist das bisher eindeutig das beste GTA. Shut the fuck up. Hell no, nigga. You sounding more and more like a snee-eye-itch every day. Hell nah, yeah. Nigga, I sound like somebody trying to make some paper and not get killed. He's a hook-ass nigga, I told nigga, you. Nigga, go toss a salad, stretch mark-ass bitch. Fucking bastard. Okay, neuer Kontakt, Stretch. Aber mit dem sind wir wohl nicht so gut drin. Also mit dem vertragen wir uns wohl nicht so gut. Also das Auto, was ich da vorhin hingestellt hatte, steht jetzt wieder hier. Finde ich eigentlich ziemlich cool gemacht, dass die dann doch in der Nähe noch stehen. So, wir haben ein Fragezeichen auf der Karte und das L. Aber wir können ja einfach mal schauen, was hat denn der gute Michael? Der hat ja auch noch zwei Aufträge. Mal gucken, was der gerade macht. Also wieder raus und wieder rein. Finde ich ganz schön, dass so dieser Ladebildschirm übersprungen wird durch dieses Raus- und Rein-Zoomen. Das ist ja jetzt quasi der Ladebildschirm, aber ist eigentlich ganz cool gemacht, finde ich. So, da sind wir bei ihm. Das ist Michael in seiner Bude. Die Alte liegt auf dem Bett. Hat auf ihrem Nachttischchen ein Kamasutra-Buch. Wenn ich weiß, was das ist, damit kann man ganz viele spaßige Sachen machen. Sollen wir jetzt einfach mal schauen, was er zum Anziehen hat? Ich meine, er hat jetzt eigentlich was ziemlich Schickes an. Das gefällt mir schon sehr gut, aber unser Franklin hat ja eher so Baggies, T-Shirts, Jeans und er hat ja eher Anzüge an. Mal schauen, was der so in den Anzügen hat. Anzüge. Okay, er hat einmal einen grauen und einmal diesen topazfarbenen, so blau-lila. Dann hat er ein graues Sakko, okay, das passende Oberteil dazu. Und die Hosen natürlich. Anzugwesten hat er keine. Pullover hat er auch keine. Fertige Outfits. Ah, doch, er hat auch Lederjacke und Jeans, okay. Jeanshemd und Jeans. Polohemd und, okay, ja, das hatten wir auch schon mal an, glaube ich. Polohemd und Anzughose. Ah, das sieht sehr nach einem Spießer aus. Hemd und Shorts. Was hat er so für Brillen? Keine Brille, keine Sportsonnenbrille. Okay, genau, die Brille kennen wir auch schon. Die hat er auch schon mal angehabt. Aber ich muss sagen, das, was er gerade anhat, gefällt mir schon ziemlich gut. Obwohl, vielleicht mag ich den in Grau lieber. Ja, ziehen wir den in Grau an. Ansonsten gefällt mir das eigentlich ganz gut, sein Kleidungsstil. Also ich glaube, vom Kleidungsstil her kann ich mich am ehesten mit Michael identifizieren bis jetzt. So Anzüge und sowas, also so schick mit Hemd und, oder, es muss ja auch nicht immer Anzug sein, aber sagen wir mal, ein bisschen schick, so ein Hemd und eine Jeans und sowas, das finde ich schon ganz cool, sowas trage ich sonst auch. Also Jeans und ein Hemd zum Beispiel, also das ist ungefähr auch mein Kleidungsstil. Wie, kein Auto vor der Haustür, da standen doch sonst immer drei, aber hier vielleicht eins? Oder ist da auch nur, was haben wir da, ein Motorrad oder wie? Ja gut, dann nehmen wir halt das Motorrad. Und wir gehen wieder auf Nonstop FM. Und dann fahren wir einfach mal zu dem L, würde ich sagen. Boah, du! Boah, das war knapp. Ich wollte gerade schon mit ihm schimpfen, dass er da genau in dem Moment rübergezogen ist, ohne zu blinken. Oder hat er geblinkt? Ich habe es nicht gesehen, egal. Motorräder waren in GTA immer schon einerseits geil, weil man schnell vorankam und auch sehr wendig ist und überall durchkommt. Andererseits immer eine Gefahr, weil wenn du irgendwo gegenfährst, fliegst du erstmal und hast richtig schön Schaden. Deswegen fahre ich eigentlich immer lieber mit Autos, wie zum Beispiel diesem wunderschönen Sportwagen hier. Den nehmen wir jetzt auch einfach mal mit. Hup nicht. I'm gonna be using your car. Oh shit, jetzt habe ich mir die Tür abgefahren. Das war jetzt eher suboptimal.
Okay, weiter geht's Richtung L. Obwohl, der gefällt mir gerade nicht so sehr, der Sender. Geh mal wieder auf, wo war denn West Classic da unten? Weil da lief ja eben Eminem. Okay, da läuft jetzt auch kein Eminem mehr. Dann schalten wir einfach mal Radio aus. Muss auch nicht immer sein. Man kann auch einfach mal dem schönen Sound des Motors lauschen. Ah, vielleicht sollte ich mir das Ganze vorher auf der Karte markieren, ne? Wäre vielleicht ganz gut. Dann fahre ich auch irgendwie einen richtigen Weg und komme nicht irgendwie auf Abwege. Ach so, warte mal. Jetzt zeigt er mir beide Missionen an. Auch für Franklin. Aber ich wollte ja Richtung L fahren. Wie, was ist denn L? Lester. Ach so, der Lester, genau. Das war nochmal, wer genau? Hab's jetzt gerade schon wieder vergessen. Mit dem sollten wir auf jeden Fall reden irgendwie. Okay, ist doch ein ganz schön weiter Weg, ne? Dafür, dass es auf der Karte so eine relativ kurze Strecke war. Aber wir sind jetzt gleich da. So, da oben ist es. Ich glaube, wir müssen hier rein. Ja, hier sind wir richtig. Einmal die Mülltonnen umgefahren hier. Ich räum's nicht weg. Na, da hört man schon den Hund. Achtung, bissig. Ohne Kamera. Eieiei. Fuck you, Lester. You gonna let me in or what? Give me a minute. Okay, Türstopper ist offen. Mann, ist das ordentlich hier. Was ein Nerdzimmer. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Well, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah. Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Ah,
Begib dich zum Suburban-Laden in Vinewood. Also mal so ein richtiger Nerd, ne? Sitzt hier mit seinen ganzen Rechnern. Abgedunkelt alles. Irgendwelche komischen technischen Geräte. Hat eine Brille, sitzt im Rollstuhl, hat irgendwie Asthma und sowas. Kommt schon sehr nerdig rüber. Aber gut, er will, dass wir was für ihn erledigen, denn wir wollen was von ihm, also müssen wir erstmal was für ihn erledigen. Ah, der GTA-Song. Der aus dem Trailer zu GTA 5. Okay, wir wollen hier rechts runter von der Autobahn oder auf die andere wechseln. Wenn mein Auto fahre ich doch ganz schön zu Schrott, ne? Egal, ist ja nicht meins. So, da vorne ist unser Ziel. Die war schon richtig hier. Das ist ja ein Klamottenladen da. Suburban, das kennen wir auch noch. Ich park dann mal hier auf dem Gehweg, ne? Ah, excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts? All right. Kauf dir passende Kleidung. So was soll ich anziehen? Also das gefällt mir ganz gut, das gefällt mir ganz gut. Und das Weißbraune. Ich glaube, ich nehme das Weißbraune. Good luck at the interview. Goodbye. Begib dich zu den Büros von Life Invader. Aber ich sollte doch noch irgendwelche Shorts anziehen. Ich meine, okay, habe ich jetzt schon. Weil ich hatte die vorher schon an. Ja gut, dann gehen wir halt zu dem Interview, zum Vorstellungsgespräch von Life Invader. Das soll, glaube ich, sowas wie Facebook darstellen hier im Spiel. Ist natürlich ein lustiger Name, Life Invader, wie sagt man Invader? Eindringling oder Infiltrierer? Michael? I'm all dressed up. Now, you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Okay, wir sollen da eindringen und irgendeinen Prototyp klauen. Coole Jungs fahren im Gegenverkehr, wusstet ihr das schon? Okay, ich bin schon dran vorbeigefahren. Hier ist die Firma. Geht zum Hintereingang. Life Invader.